Topfgucker TV empfiehlt. Für unser Gericht brauchen wir heute einen Zander. Diesen beziehen wir aus den Zuchtgewässern in Angermünde, ganz frisch. Den werden wir filetieren. Des Weiteren brauchen wir Kartoffeln, Kohlrabi, Tomaten und einen Kürbis. Wir nehmen einen Hokkaido-Kürbis, weil er von der Konsistenz her sehr fest ist und der Kartoffel ähnelt und das für unseren Kartoffelpuffer besser ist. Des Weiteren brauchen wir noch an Gewürze Muskatnuss, Salz, Pfeffer, ein paar frische Kräuter und Mehl für die Puffer. So, jetzt fangen wir erstmal an, die Kartoffeln und das ganze Obst, Kohlrabi, zu schälen. Schön dünn abschneiden. Wer zu Hause einen Sparschäler hat, kann natürlich auch einen Sparschäler nehmen. Wir Köche, wir nehmen lieber ein Messer. Geht genauso schnell und ist genauso sparsam für uns. Dann den Kohlrabi. Da schneiden wir erst die Wurzel unten ab. Und dann genauso auch alles schön schälen. Als nächstes raspeln wir die Kartoffel für unsere Kartoffelpuffer. Einfach eine haushaltsübliche Raspel. Und da wir ja einen Kartoffel-Kürbispuffer machen, nehmen wir uns jetzt unseren Hokkaido-Kürbis. Die Besonderheit bei diesem Kürbis ist, dass man ihn auch mit Schale verarbeiten kann. Das gibt nochmal eine spezielle Festigkeit. Dann braucht man im Kürbis einfach die Kerne entfernen, einfach mit einem Löffel ein bisschen rausschälen, einmal nochmal halbieren. Und dann raspeln wir diesen mit Schale zu den Kartoffeln dazu. So, das Verhältnis sollte ungefähr 1:1 sein, also ein Teil Kartoffel, ein Teil Kürbis. Dann eine Prise Salz dazu, etwas Pfeffer und ein klein bisschen Muskat. Dann nehmen wir uns ein Ei, schlagen das in eine zweite Schüssel auf. Einfach um nur zu gucken, ob das Ei auch noch in Ordnung ist. Das ist in dem Fall. Und dann geben wir es dazu. Dann nehmen wir noch einen Esslöffel voll Mehl. Vermengen die ganze Geschichte und schon ist die Masse für unsere Puffer fertig. Jetzt machen wir weiter mit dem Kohlrabi-Tomatengemüse. Dazu nehmen wir unseren geschälten Kohlrabi. Schneiden feine Streifen runter. Und diese schneiden wir nochmal in 0,5 cm breite Streifen. So, jetzt haben wir schöne Kohlrabi-Stifte, die sich sehr leicht braten lassen. Als nächstes eine Tomate. Da müssen wir erstmal das Gehäuse rausschneiden. Ich mache das gerne mit einem spitzen Messer, drehe das einmal rum und schon ist das Gehäuse raus. Die Tomate einmal halbieren und Ecken davon schneiden. So, und jetzt gehen wir ans Braten. Wir nehmen uns unseren filetierten Zander, leicht salzen. Und Pfeffer. Schön im Mehl wenden. Und dann geht's in die Pfanne. So, zu beachten ist, dass die Pfanne immer schön warm ist. Nach Möglichkeit auch heiß. Wir nehmen hier ein Öl, was einen leichten Buttergeschmack noch dazu hat. Das brät sich am besten für uns. Den Fisch legen wir als erstes auf der Haut in das Öl. Das hat nachher etwas damit zu tun, wie es auf dem Teller angerichtet wird.
Gleichzeitig nehmen wir uns schon eine zweite Pfanne für unsere Kartoffelpuffer und für das Gemüse. Auch diese sollte erstmal warm werden, dann kleben die Pfannen nicht so. So, dann drehen wir den Fisch einmal. Nach Möglichkeit sollte man einen Fisch immer nur einmal drehen. Man soll ihn nicht so oft in der Pfanne umwälzen, dann fällt er nur auseinander. Das soll ja nachher auch schön aussehen auf dem Teller. So, unsere zweite Pfanne ist auch heiß. Kommt genauso auch etwas Öl hinein. Und dann nehmen wir uns unsere Kartoffelkürbismasse. Handteller großes Stück formen. Aufpassen, die Pfanne ist wirklich heiß. Und legen das in die Pfanne. So, zum Warmhalten setzen wir den einmal unter den sogenannten Salamander, nehmen uns eine dritte Pfanne für unser Gemüse, drehen unseren Kartoffelpuffer einmal um, schön goldbraun gebraten. So, als erstes nehmen wir unsere Kohlrabi-Stifte in die nun heiße Pfanne. Braten die kurz an. Das Schwenken muss geübt sein. Meinen Azubis rate ich immer, die Pfanne voll mit Wasser machen, halb voll mit Wasser, und dann können sie zu Hause üben, das Schwenken, ohne dass was daneben fällt. Wenn die Kohlrabi-Stifte etwas angebraten sind, geben wir die Tomaten Spalten dazu. Leicht salzen, etwas Pfeffer. Kräuter habe ich heute gewählt, Thymian und Rosmarin. Das passt schön zu den Tomaten. Aufpassen, nicht zu lange braten, die Tomaten verbrennen sehr schnell. Als erstes zum Anrichten nehmen wir unseren Kartoffelkürbispuffer. Dann einmal unser leckeres Kohlrabi-Tomatengemüse. Und zum Schluss unser Zanderfilet. Und wenn man hat, legt man noch einen Strauß Thymian frischen oben drauf. Und fertig ist unser Gericht Zanderfilet auf Tomaten, Kohlrabi-Gemüse an Kartoffel-Kürbispuffer aus unserem Schorfheide-Korin-Kochbuch. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de